Und dazu begrüße ich den Kapitalmarktstrategen Stefan Risse. Herr Risse, was ist denn der Treiber für diesen starken Inflationsanstieg in den USA? Also zuallererst sind es natürlich die Energiepreise. Diese 4,2% sind ja im Vergleich zum Vorjahr. Und ich erinnere dran, da haben wir ja, das ist jetzt ein gutes Jahr her, negative Ölpreise am Terminmarkt gesehen. Das gab es ja das erste Mal, dass plötzlich sogar man das Öl geschenkt bekam und noch was dazu, wenn man es denn abnahm. Dieser Effekt ist natürlich jetzt in dieser Statistik drin. Die Ölpreise liegen ja wieder bei rund 60 Dollar pro Barrel und drüber. Das macht sicherlich etwas aus. Aber es sind nicht nur die Energiepreise. Wir sehen durchweg steigende Rohstoffpreise, auch steigende Lebensmittelpreise und wir sind auch mit steigenden Löhnen konfrontiert. Die amerikanischen Unternehmen müssen den Leuten mehr bezahlen. Das liegt natürlich auch daran, dass der Staat ja massiv stimuliert, ist nach wie vor diese zusätzliche Arbeitslosenhilfe gibt, die es eben sonst ja gar nicht gibt in den USA, aber eben in der Corona-Pandemie von 300 US-Dollar pro Woche. Und da ist es für manche, gerade im Niedriglohnsektor, eben eher unattraktiv, da jetzt noch zur Arbeit zu gehen. Und ist dieser Preisschub im April dann ein Vorbote dafür, dass die Inflation aus dem Ruder laufen könnte? Also ich glaube nicht, dass das nur Einmaleffekte sind oder dabei bleibt. Das ist natürlich jetzt ein sogenannter Basiseffekt, ja, aber Rohstoffpreise dürften noch weiter steigen. Wir sehen eben einen Kupferpreis, der durch die Decke geht. Wir sehen das Ganze bei Bauholz. Bei Kupfer ist es ganz klar auch die Baukonjunktur, die eben auch Holz treibt. Aber die ganze Umstellung auf die Elektromobilität wird eine enorme Nachfrage nach Kupfer auslösen. Denn so ein Elektroauto braucht ungefähr viermal so viel Kupfer wie ein normaler Verbrenner. Und dann nehmen Sie die anderen Metalle, Lithium und all diese Dinge, die eben für Batterien verbraucht werden. All das kostet mehr. Und wir werden längerfristig mit steigenden Löhnen zu tun haben. Und zwar einmal demografisch bedingt, weil die Zahl der in der Welt zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte, die über Jahrzehnte zugenommen hat, durch die Einbindung von China in die Weltwirtschaft. Jetzt schrumpft das aber, weil in China durch die Ein-Kind-Politik die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter plötzlich abnimmt. Also das hat ja immer einen großen Druck auf die Löhne ausgeübt. Der fällt weg und politisch gesehen müssen die Löhne steigen. In Amerika wird eine Erhöhung des Mindestlohns von 7,50 Dollar auf 15 Dollar diskutiert. In Deutschland, wissen wir, fordern die Grünen, die SPD 12 Euro. Denn der Sturm aufs Kapitol, dieser Zulauf zu extremistischen Parteien. Das hat damit zu tun, dass viele Leute in der Globalisierung abgehängt worden, nämlich die weniger Qualifizierten, und die müssen wieder mehr Teilhabe bekommen. Das weiß die Politik und das wird höhere Löhne auslösen müssen und das wird dann irgendwann in den Preisen sichtbar. Muss die amerikanische Notenbank dann bei solch einer Inflation doch früher das Fuß vom geldpolitischen Gaspedal nehmen als gedacht? Nein, wird sie nicht. Sie sagt ganz klar, erst wieder, wenn wir Vollbeschäftigung haben, also wie vor Corona, werden wir was machen. Und sie können die Zinsen gar nicht richtig anheben, denn die Welt ist viel zu verschuldet. Die Staaten sind zu verschuldet. Wir haben 15% Zombie-Unternehmen, also Unternehmen, die ihre Erträge nicht mehr erwirtschaften. Wir hängen an diesen tiefen Zinsen wie ein Drogenabhängiger an der Nadel, die Notenbanken. Und das kündigen sie auch an. Sie werden höhere Inflationsraten tolerieren. Sagt Stefan Risse. Vielen Dank für die Einschätzung.